Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit Gebeten hat man sie gelockt. Die Araber bringen bereits im 7. Jahrhundert den Islam nach Afrika und mit ihm die Sklaverei. Denn wer kein Moslem werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein Tabu. Tidjane Ndiaye bricht das Schweigen. Der senegalesische Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye dieses wenig erforschte Kapitel der Geschichte. Der muslimische Sklavenhandel war der längste in der Geschichte der Menschheit. Er währte 13 Jahrhunderte und hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauerte. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer. Viele an den Strapazen des Transports. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Laut Ndiaye überlebt nur einer von fünf diese gefährliche Operation. Die grausame Prozedur trifft alle, die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihren Ländern Kinder zeugten. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt wie in den USA, die eine Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte forderten Ndiaye auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn ein Völkermord, denn ein Volk von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. Die Versklavung geschah übrigens im Namen Allahs. Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nichtmuslimen empfehlen. Und im Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung, gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Schwarzen aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Über Jahrhunderte wurden afrikanische Könige gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen und noch dazu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern. Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verliesen. Den berüchtigten Tipu Tip macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel.
13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten. Dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft. Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man zieht es vor, über diese schmerzhafte Geschichte nicht zu sprechen. Man richtet die Aufmerksamkeit lieber auf die Schuldigen, die alle schon kennen, die Europäer und die Amerikaner. Tidjan Ndiaye will das nicht hinnehmen. Weder als Intellektueller noch als Enkel eines senegalesischen Königs. Und auch nicht als Moslem.